So, weiter geht's mit dem Rennen in Malaysia. Noch, ja, jetzt kannst du springen auch. Ja, Moment. So. Benjamin Schröder wurde nach hinten gesetzt, weil er gerade einen Disconnect hatte. Das hört man da auch richtig gut, wenn du das erzählst. So, hohoho, dann wollen wir jetzt mal gucken, dass hier alle auf dem Grid landen. Steht schon wer auf jeden Bei mir kam gerade Fall, kein An bei mir kam gerade kein Ansager, deswegen hat man das gehört, ja. oder? Was? Oh ja. Oh, was hast du denn da wieder umgestellt? Max Riedmüller steht schon. ja, gehen wir mal auf irgendwen, der hier schon steht. I2, jetzt steht Boah, der die stehen Kenny ja alle auch. super in ihren in ihren Boxen. So, los geht's mit der Wer Einführungsrunde. hupt? Ja, gut, wieder mein Gelaber, ist ja klar. Ja, aber Sepang Malaysia International Circuit, wie auch immer man das aussprechen möchte. 28 Runden fahren wir, 5,543 Kilometer ist eine Runde lang. Boxenstopp braucht man so 21 Sekunden. Wer hupt denn da zum Teufel? Und wer hupt da? Das interessiert hier gar keinen. Okay, das interessiert gar keinen. Ja, Kurve 1 und 2 hat man gerade schon gesehen, sind schon mal schöne Überholpunkte. Wird auch spannend sein im Rennen. Das ist auch einer der Schlüsselfaktoren hier. Dann haben wir jetzt gerade die nächste Überholstelle auch schon gesehen. Kurve 4. Jetzt fahren wir hier durch die zwei schnellen Kurven durch. Währenddessen erzähle ich nochmal die anderen Schlüsselfaktoren nehmen. Das sind dann noch die Aerodynamik. Zum Teil braucht man hier hohe Flügel durch die schnellen Kurven, andererseits auch niedrige Flügel. Für die Gerade halt, da muss man halt irgendwie einen Kompromiss finden. Das ist nicht so ganz einfach und die Reifen werden hier auch sehr stark beansprucht werden. Das wird sehr lustig. Nächster Überholpunkt hier, die Haarnadel. Wird zwar nicht ganz so oft genutzt, aber na, mal schauen. Also wird schon was geben, da bestimmt. Kann ich gerade ein bisschen langsamer. Und sonst, ja, was ist denn hier sonst noch so? Ja, ein Stop, zwei Stops, da wird jetzt vielleicht noch spannend zu sehen sein, was da noch so passiert. Also ich schätze mal, dass da bestimmt auch ein paar auf Zwei-Stop gehen werden. Ob das dann so eintrifft, wie ich das wieder sage, das ist die nächste Frage. Ich. So, letzter Überholpunkt, da fahren wir jetzt drauf zu, nach der Kurve. Das ist eigentlich auch der Das ist beste dann hier. Kurve 15, die letzte Kurve. Hier. Ja. Ah, So, ich da weiß bin ich. gerade nicht, ob ich das Risiko eingehen soll, jetzt mal meinen R-Faktor klein zu machen, weil Nein, mein. nein, versuch Okay, das nicht. ich mach's lieber nicht, weil jetzt habe ich zwar keinen Monitor, aber ich scheiß drauf jetzt. Also, wie es aussieht, schießt sich hier keiner in der Einführungsrunde ab. Bis Schon mal jetzt. besser wie in der 213er. Ja. Fabian. Das hast du mir jetzt gesagt. So, oh, Jack Kenny, Steffen ja, hast du Remy die. startet aus der Box, wenn er überhaupt startet. Ich weiß nicht, Ja, das was ist da die nächste passiert ist. Frage. So, es stehen jetzt gleich alle. Ja, die Ampeln gehen Dort, noch ja, nicht der elfte ist an. natürlich frei. Ah ja, Ah. jetzt fährt er los. Gehen die Ampeln jetzt langsam mal an? Gute Frage. Gehen Sie an? Ja, meine lieben Damen und Herren, wir sehen hier die Auch ja. eingeschlafenen Rennstewards. Ah, Jetzt jetzt gehen geht's sie an. an. So. So, viel Spaß beim großen Preis von Malaysia. In der Los geht's. 206er-Liga und los geht's. Jack Kenny, guter Start, aber Riedmüller kommt da auch so gut weg und jetzt gleich in Reicht den aber nicht. Windschatten. Und da Und da hinten hinten. ist schon ein Mercedes weg. Ein McLaren ist da schon draus. Das ist aber nur. Leandro Ja, Sanchez Marcel. schon mal auf die 4 ist es, glaube ich, jetzt vorgefahren. Ja, also vorne bleibt. Oh, jetzt ist da Ben Schröder, glaube ich, auch. Nee, Sanchez ist das. Und jetzt Bock schießt er da ein bisschen ab. Ah, ist. Naja, gut. Jetzt die Ja. nächste Kurve. Da ändert sich nichts Großartiges. Ja, Kopp versucht dann Nordic vorbeizugehen, beziehungsweise Bock verliert andersrum. auf jeden Fall schon mal zwei Plätze. Auch Kopp hat verloren. Ah, Hermsen hat auch abgestellt. Der fährt jetzt auch den Feld mit Remy hinterher. Sanchez auf der Vorne. 4, Rivera auf 3, Ja. Riedmüller 2, Kerny 1. Und Claudi wird er jetzt gleich angreifen. Claudi greift an gegen Sanchez. Kurve 9 und da haben sie sich berührt. Da hat Oh! er den. Und da Und dann hinten der Ferrari. Unfall mit Nordic. das ist nicht Live Ludewig, Nordic das ist ist das.
Zum Teil, also der Ferrari, der dabei war. Das mit Live Nordic gewesen sein. Ja, genau. Das war Ben Schröder, der da in Live Nordic reingefahren ist. Oh, da ist beim Bremsen aufs Gras gekommen. Das war das Problem. Oh, der war aber heftig, der Abflug. Ja, und da gerät der Live Nordic natürlich in so eine dumme Situation. So. Und was ist das denn jetzt? Ist das Leandro Sanchez neben der Strecke? Ja, das ist er, oder? Ja, das ist Leandro Sanchez neben der Strecke. So, Jack Kenny hat vorhin schon mal... Abflug. Der hat ja mächtig Glück gehabt, dass er da noch... 1,5 Sekunden Vorsprung. Und jetzt ein total schräges Auto. Oh ja, da ist der Hinterreifen, glaube ich, platt. Ja, die Achse ist... Und jetzt noch mal eingeschlagen. Die Anzeige spinnt hier wieder total bei mir. Irgendwas ist da kaputt. So, jetzt ist richtig. Die Aufhängung ist es wahrscheinlich. So, kommt er nochmal an die Bahn. Ja, da dreht er sich schon wieder. Das fällt ihm schwer zu fahren. Entweder ist das ein Anzeigefehler, dass da an der Aufhängung kaputt ist, oder ist es der Heckflügel, der da angeblich fehlt. Ja, es ist tief die Aufhängung, die da kaputt ist. Ja, denke ich auch. Und dann fängt hinten der Motor rechts an zu qualmen. Jetzt wird's brenzlig. Jetzt sollen wir aber wieder vorne schalten mal, weil da ist nämlich, glaube ich, gerade Max Riedmüller ein bisschen neben der Strecke gewesen und Nico Rivera ist da nämlich jetzt dran. Rivera greift an. Ja. Das reicht doch nicht. Ja, das ist nämlich Kurve 6 gewesen. Nee, Kurve 8 ist das, Entschuldigung. Oh, ein Vettel ist sehr weit innen über den Körper, der Nico. Ah, Sanchez ist jetzt in der Box. Zusammen mit... Oh, da ist noch einer in der Box. Das ist Ben Schröder. Ja, das ist... Oh, der hat auch... Auch, der hat auch ein Aufhängungsproblem. Der hat genau dasselbe. Ja, der ist ja rückwärts in den Live Nordic eingeschlagen. Also die hatten auf jeden Fall beide Glück, dass sie jetzt noch weiterfahren können bei den Einschlägen, die sie hatten. Der Mod ist da doch so ein bisschen großzügig, was Schäden am Auto angeht. So, jetzt kommen wir in die zweite Runde, ist beendet, ist die dritte. Kerni fährt natürlich vorne weg. Und dahinter... Der war Schneider und Claudi, da wird es auch ein bisschen enger jetzt. Ja, Claudi hat natürlich sehr, sehr, sehr gut profitiert jetzt hier von der Startphase. Ja. Auf die 4 vorgefahren. Dahinter ist auch Live Nordic und Marcel Ludwig. Dahinter sind Sascha Bock und Julian Kopp. Also wir haben jetzt 3 Duelle. Na super. Bleiben wir erstmal bei Schneider gegen Claudi. Claudi. Ja, dann gehe ich mal zu Nordic gegen Ludwig. Das sieht man bei dir auch noch ein bisschen. Die bekriegen sich da schon ganz ordentlich. Und Nordic war da, glaube ich, gerade ein kleiner Fehler. Jetzt die Frage, wie sehr leidet Nordics Auto unter dem Einschlag von gerade? Ah, jetzt haben schon Benjamin Schröder, Henry Hermsen und Leandro Sanchez haben jetzt abgestellt. Alle 3 Aufhängungsschäden. Ich glaube, das engste Duell ist hier momentan echt noch Claudi gegen Schneider. Ja, das ist auch. Also Nordic. Und der kommt da ein bisschen aufs Gras. Das ist gefährlich an der Stelle. Ja, Nordic, da, ich glaube, der Ludwig hat ganz guten Topspeed. Mal gucken, ob der jetzt was auf der Geraden kommt. Ah, Nordic. Ja, jetzt ist er schon mal dran. Jetzt kannst du mal umschalten schnell. Ja. Auf die 7. Da kommt dann nämlich jetzt der Angriff. Ja, und ist eigentlich schon so gut wie vorbei jetzt. Abwarten. Ja, jetzt ist die Frage, wo bremst der Nordic denn? Ja, das reicht. Und der ist das reicht. Und jetzt der nächste, Schneider. Schneider ist dran. Ja, reicht es? Nein. Oh, der Claudia war sehr gut im Topspeed. Ja, der ist zu früh rausgegangen aus dem Windschatten. Der war, glaube ich, schon relativ früh am Begrenzer, oder? Nee, der hat war noch nicht am Begrenzer. Der hat einfach nur die bessere Beschleunigung. Also, Jan Claudi hat sich anscheinend mehr aufs Rennen-Setup konzentriert hier. Ja, sieht so aus. Ist nicht so und jetzt schon direkt auf der 4. Also, Top-Leistung. Von 12 auf 4 muss man auch erstmal nachmachen. Jack Kenny setzt sich vorne ab, der hat jetzt schon 6 Sekunden Vorsprung. Max Riedmüller dahinter und dann Nico Rivera, der hat auch schon wieder eine gute Sekunde ist der Luft im Moment. Ah, da mal haben wir unsere beiden Streit hin. Da Claudi und Schneider. Nein, Ludwig, der sich jetzt. Ich, ein bisschen auf dem Gras gewesen beim Anbremsen. Ja. Ludwig setzt sich jetzt von Nordic ab. Da kommt jetzt aber der Julian Kopp, der setzt sich jetzt an Nordic dran. Aber Dremi haben wir dann im Moment als Hinterherfahrer. Im Toyota.
9 Autos sind noch unterwegs. Also, wie lange kann Claudi sich hier vor Dennis Schneider halten, ist die Frage. Also, die Frage ist natürlich jetzt auch, ist das jetzt alles so Rennspeed bei Jack Kearney oder hat der wirklich weniger Sprit mitgehabt? Das würde mich jetzt mal stark interessieren. Ja, ich glaube, das ist schon... Und jetzt Angriff vielleicht von Schneider wieder? Na, ist ja nicht weg. Ja, warum geht er nicht im Windschatten? Mein lieber Dennis Schneider, gehen Sie doch mal im Windschatten. Der Claudi hat aber auch eine Rundhausspeed, das ist ja unglaublich. Jetzt vielleicht, Überraschung. Oh, ja, außen ja. Rum und jetzt ist er innen. Wollen wir woanders probieren? Aber es riecht einfach nee. Nicht, der hat... Na, der hat die echt super Beschleunigung, hat er. Das ist... Jetzt, Claudi fährt Kampflinie. Nee, hier nicht. Wenn, also ich würde ihm, glaube ich, empfehlen mit einem... Vielleicht kommt er ja aus dieser Doppel-Rechts besser raus. Oh, der, was hat der Claudi denn dafür? Oh, und da tut er sich und jetzt, ja, da ist einer durch, mich ist durch und jetzt kommt der Nordic. Na, vor dem Nordic bleibt dann noch, der macht selber einen Fehler und dreht sich. Und damit ist Julian Kopp durch. Uiuiuiui. Julian Kopp und Sascha Bock durch. Nordic, Dreher. Oh. Und da hat er jetzt sehr viel Zeit verloren auf die anderen. Ja, da hat er sehr viel Zeit verloren. So, Jack Kearney schon wieder in der letzten Kurve. Und natürlich stimmt meine Anzeige wieder nicht. Ah, mein Gott, ist ja egal. So, jetzt ist es wieder alles richtig. Kearney wieder mit der schnellsten Runde. Ja, 1:34.2 mittlerweile. Ja, die beiden hier, Riedmüller und Rivera, da das bleibt auch immer konstant. Die verbessern sich zwar um ihre eigenen Zeiten. Aber da kommt nix von denen so richtig. So, Box, ja, im Moment, ja, wir haben ja diese Dreiergruppe da, aber die sind halt alle ein bisschen weit auseinander. Es ist halt auch dieses Rennen ziemlich, mit ziemlich wenig Fahrern. Ja, und Riedmüller ist gerade auf absoluter Bestzeit gewesen, im ersten Sektor. Ja, wenn er freie Fahrt hat. Obwohl, das war ja... Jetzt vertue ich das mich ist schon die ganze Zeit so. Jetzt habe ich mich vertan. Mal gucken, was der zweite Sektor jetzt gleich sagt. 1,7 Sekunden hat er auf jeden Fall Vorsprung von Nico Rivera. Aber Jack Kearney verbessert sich auch nochmal. Ah, da vertut er sich ein bisschen, der Max. Mit dem Gras muss man ja aufpassen, man hat gesehen, was passiert. Oh ja, das geht Radfahrt hier. Und jetzt hier haben wir jetzt den Ludwig hinter dem Claudi. Und Julian Kopp und Sascha Bock. Warum ist denn der Sascha Bock jetzt schon wieder an Julian vorbei? Da war doch eben noch anders. Hat Julian da etwa einen Fehler gemacht? Und Claudi mit dem Fehler jetzt gerade? Ja, Julian hat den Fehler in Kurve 9 gemacht in der Hane. Oh, ist aufs Gras und musste Sascha vorbeilassen. Also, Claudi hat jetzt gerade 2 Plätze verloren an Ludewig und Schneider. Das ist natürlich ganz schön ärgerlich. Jetzt gucken wir mal da auf Sascha Bock und Julian, aber das ist noch zu viel Abstand. Sascha, da sieht man es nochmal. Naja, der fährt immer noch schräg durch die Gegend. Wir wissen immer noch nicht, woran das liegt so richtig. Wer fährt schräg? Bitten das natürlich. Sascha? Ja, so, Sascha ist eben im Mensch schräg jetzt gefahren, also ja. Da bitten wir das natürlich zu entschuldigen nochmal. Wir wissen im Moment noch nicht, woran es liegt. Aber ich glaube, es wird die Mod sein. Ja, das wird wohl echt stark die Mod sein. Die Strecke kann es nicht sein, das sind dieselben, die wir in der 2.13 erfahren. So, jetzt Schneider hinter Ludewig. Ja, ich glaube ja, der Kopf sollte sich da langsam mal ein bisschen Gas geben, weil den Box sollte er ja nicht kriegen. Und Claudi schon wieder neben der Strecke. Jetzt will er vielleicht zu viel. Ja, kann okay, natürlich gut sein jetzt. Bei ihm geht natürlich jetzt was. Er hat gesehen, 4. Platz war schon drin. Ja. So, jetzt ist auch so, naja, wann ist denn so die Zeit? In 6 Runden ungefähr? Nee, na, in 8 Runden ist die Zeit für einen Boxenstopper. Also ein bisschen ist noch hin, also für einen Stopper. Für 2 Stopper, ja, das wird jetzt bald so die Zeit sein. So, Kearney beendet die nächste Runde.
Ah, und dann Riedmüller hat immer noch einen Respektabstand. Und dann mit 11 Sekunden erst kommt der Riedmüller ja. Die Linie. Oh, das ist schon. Das ist schon Wahnsinn. In 7 Runden baut der seinen Vorsprung um so viel, um 10 Sekunden oder um 11 Sekunden aus. Ah, Ludwig auf 4, Schneider auf 5, Claudia auf 6. Also Sascha Bock auf der 7. Schrumpft. Schneider und Julian Kopp auf 8. Ja, der fährt doch die schnelleren Zeiten. Schneider fährt eine 35-1 und Max, stimmt gar nicht. Marcel Ludewig fährt eine 1, keine Ahnung, habe ich jetzt gar nicht mehr gesehen. Ich habe die Zeiten gerade schnell geblendet. 1,35,9. Letzte Zeit 1,35,1 Schneider und 1,35,5 Ludewig. Ah, genau, 1,35,5. Genau. Er kommt näher, ja, aber es ist noch eine Runde, dauert es auf jeden Fall noch. Ja, Julian schon wieder einen Fehler gemacht. Das eine, vorbei kommt das andere. Ich glaube, Julian Kopp hat schon wieder einen Fehler gemacht. Weil der ist jetzt schon wieder so ewig weit weg. Der Julian. Ja, genau. Der hat wohl schon live da ein bisschen neben der Strecke. Und Kerny wieder mit der schnellsten Runde. Also, der fährt das Rennen gegen sich selber, kann man fast Was sagen. Was ist denn da mit dem Claudi passiert? Der Claudi hat einen Fehler gemacht. Oh, der ist auch wieder... Der ist... Oh, das ist Kurve 10. Die, wo die Sektorenmessung ist, da ist er schön ins Kiesbett geritten und musste dann den Sascha Bock weichen lassen. Und jetzt natürlich... Und jetzt hat er Julia hinter sich. Der Zweikampf gegen Julian. Ja, und das ist eng vorne. So, Ludwig und Schneider, das ist jetzt auch eng. Oh ja, jetzt ja, ist er direkt im Getriebe. Jetzt, ja, auf Agran. Ich guck mal, ob es Angriff gab. Nee, der Ludwig hat den besseren Topspeed im Moment noch. So, gucken wir mal. Und Ludwig kommt oder weit raus. Da sehe ich, da vertut er sich. Ja, das ist echt nicht so schön. Noch die Auslaufzone. Ja, Gott sei Dank. Früher war da mal Kiesbett. Oh, Dennis. Übertreibst nicht mit den Curbs. Da hat er schon mit dem Unterboden ein bisschen aufgesetzt. Ich gehe mal noch mal ganz kurz zurück zu 5. Also, Dennis. Achso, das ist das. Zwischen den einzelnen Duellen. Ja. Na gut, da bei Julian Kopp und... Ja gut, das wird sich auch nicht, das wird auch nicht enger werden. Also bei 6, 7, 8, da wird es vielleicht gleich nochmal ein bisschen enger. So, jetzt sollte eigentlich langsam wieder der Angriffszone. Ja, Marcel vertut sich da ein bisschen. Das sollte aber nicht ganz so viel gekostet haben. So, guck mal, 313, das schafft er so ungefähr. Der Dennis, mal gucken, wie viel der Marcel schafft. Oh, der ist wieder das so ist viel. Er ist 300, er schafft 310 alleine. Dennis, muss ich jetzt mal gucken, wie viel der im Windschatten schafft. Ja, der schafft auch so 312, hat er im letzten Moment hingekriegt. Sascha Bock hat sich, glaube ich, gerade wieder... Nee, das ist die erste Kurve. Und da war schon einer in der Box. Einer ist in die Box gegangen. Das ist Jan Claudi ist in der Box. Jan Claudi. Oh, Tatsache. Der steht ja auch noch. Steffen Remy ist es. Oder? Nee, das ist Jan Claudi. Ah, ja, das gut. Ist Jan Claudi. 14 Sekunden war das ein. Ja, gut, das war ein regulärer Stop. Ja, okay, das zeigt mir das erst an, das Tool, wenn der aus der Box. Ja, der hat bei mir auch gerade Remy angezeigt, aber es ist Claudi. Remy fährt nämlich noch davor, der ist ja auch im Toyota. So, Jack Kearney ist jetzt in der letzten Kurve. Mal gucken, ob der jetzt reingeht. Ne, der fährt immer noch. So, Riedmüller und Rivera, da ist der Abstand auch größer geworden. Hat Rivera wohl auch eine etwas schlechtere Aber Runde gehabt. Langsam kommt. Also, langsam werden auch die Zeiten vom. So. Glaube ich, wieder langsamer. Ja, Ludewig und Schneider. Nicht mehr ganz so viel pro Runde. Ja, Ludewig und Schneider, da wird es wieder enger. Ja, Riedmüller, ja, doch, doch. Also, eine Sekundchen gewinnt er noch. So, jetzt gucken wir mal onboard.
Ah, der zieht ihn da weg. Oh, geht er wieder aus dem Windschatten. Das wird schwer für den Schneider, da vorbeizukommen. 1:33,9 ist im Moment die Bestzeit von Kearney, also die fastest Lap. Wenn er vorbei will, sollte er es vielleicht über den Boxengasse zu versuchen. Ja, die Frage ist natürlich, ob die in derselben Runde reingehen, ob die identische Strategien haben und so. Er sollte es allemal versuchen, weil er ist ja schneller. Aber wenn, dann kann er es nicht auf den beiden langen Geraden versuchen. Und hier zieht er ihm auch irgendwie weg. Das wundert mich so ein bisschen. Und da kommt er zu weit raus. Ja, dasselbe wie Live Nordic. Ui, ein bisschen mehr. Aber Glück er kann gehabt, sich vor Sascha da, retten. Dass er da nicht auf dem Gras gelandet ist wieder. Kann sich aber noch vor Sascha retten. Ja, aber deutlich. Ja. So, dahinter ist im Moment auch alles. Ja, Jack Kenny fährt immer noch weiter. Also ich würde mal sagen, wir haben nur ein, zwei Stopper und das ist Steffen Remy. Er wird bestimmt nochmal reinkommen in Runde 10, würde ich mal sagen. Ich glaube, Steffen Remy, der wird auch nur als Stopper gewertet, weil er aus der Box gestartet ist. Nee, ich meine natürlich an Claudi, Entschuldigung. Ich meine natürlich den Jan Claudi. Ja. So, Max Riedmüller 1:34,1 ist er jetzt gefahren. Jack Kearney ist an 1:34,3 gefahren. Das ist erstmal, dass er was aufholt. Aber das wird ihm, denke ich mal, auch nicht mehr so viel nützen. Nee, im Moment nicht. Es sind noch 17 Runden. Und jede Menge Zeit da, aufzuholen. Sascha Bock ist in der Box. Das ist die 6. Die 6 in der Box. Mittlerweile schon auf der 7. Ja, mittlerweile. Remy geht vorbei. Ja, Claudi wird da sowieso weiterfahren. Und wie lange steht er? 11 Sekunden. Also, der spätere Stopp natürlich. Na, bei ihm? Wenn er auf 2 Stopp geht, dann natürlich. Ja, das ist die Frage halt. Ich denke mal, er wird auf 2 Stopp gehen. Weil er steht nur 11 Sekunden. Vielleicht hat er weniger getankt. Ja, aber er kann, also ein Stop, das wird, glaube ich, noch, also im Moment ist noch, also man könnte es vom Tank her bestimmt, aber ich glaube, es wäre noch zu früh. Also wenn, obwohl, dann so Hälfte des Rennens. Wir haben ja nun schon fast die Hälfte des Rennens. Ja, gut, ja, kann man beides machen, also ich denke mal, er wird bestimmt nochmal reinkommen. Kearney haut jetzt nochmal einen raus, 33,4. 33,4. Gucken wir mal, ob Riedmüller noch kontern kann, der ist auf jeden Fall gut unterwegs gerade. Ja, ich... Aber ich glaube nicht, also nicht. Im Moment reicht es nicht, nee. Nein. Also 15.000 hat er sich nochmal persönlich verbessert, aber... 34,1, also er fährt genau. Konstant, aber eben nicht schnell genug für Kearney. Genau, und Rivera kann er gar nicht mehr beschalten, der fährt nur noch 1,35er Runden. Also Riedmüller ist zwar 1,34 niedrig und Kearney haut jetzt ein paar 1,33er wieder raus. Es zieht sich alles auseinander, gerade das Feld. So, und Dennis Schneider ist auf 1,34,2 unterwegs. Ludwig 1:35,5. Also, wenn er freie Fahrt hat, der. Oh, wir haben ja einen Zweikampf. Wir haben einen Zweikampf auf der 7. Jo. Da bin ich gerade mal drauf. Remy und das ist Live Nordic dahinter. Eigentlich sollte der Remy da etwas schneller sein. Der Live. Na, im Moment nicht so wirklich. Haben wir noch irgendwie in der Box gerade? Nee, jetzt wird's. Wird spannend zu sehen sein, ob der Jockey, sagen sie mal, reinkommt. Also für die Team-WM ist natürlich momentan optimal für Ferrari und Red Bull, ganz klar. Weil die schon mal 2 Autos zur Verfügung haben. Aguri auch, nicht zu vergessen. Ja. Und sonst... Oh, Marcel Ludewig, da mit einem kleinen Fehler. In der Haarnadel. Auto unterwegs. In der Haarnadel hat er ein bisschen ausbrechendes Heck gehabt. Und so, Jack Kearney fährt weiter. Und jetzt sehen wir was ganz Verrücktes. Max Riedmüller geht nämlich in die Box. Oh, Ludwig wieder die ein bisschen zwei in die Strecke gewesen. Der Box. Rivera geht auch in die Box. 2 und 3 in der Box. Und jetzt Ludwig, mal gucken. Geht er auch? Nein, er fährt weiter. Und Schneider fährt auch weiter. Und bis Kopp kommt, das dauert noch ein bisschen. Also, aber das ist... Und da, was sehe ich denn da? Nico Rivera ist ein bisschen spät stehen gestanden. Da muss er mich erstmal zurücksetzen. Das ist natürlich ärgerlich. Das hat jetzt wertvolle Sekunden gekostet.
Jetzt fährt er erst los. Oh, da muss er. Jo, da muss er tatsächlich noch rückwärts Da muss fahren. er zurücksitzen. So, jetzt gucken wir mal, ob Julian reinfährt. Oh, der verbremst sich da noch mal ein bisschen. Julian Kurz hier fährt. Ja, rein, Julian fährt ja. rein. Remi fährt weiter. Nordic. Ja, das sieht auch nach Weiterfahren Ja, aus. Sascha Bock, das definitiv. krumme Auto. Der soll eigentlich weiterfahren, der war ja schon drin, ne? Und Jan Claudi war auch schon drin, ne? So, jetzt kommt es nur noch auf. Kommen wir nur auf den. Oh, und wen sehe ich da? Hat sich da etwa Max Riedmüller weggedreht? Mal schauen. Ja, Max Riedmüller, Kurve 4. Tatsache. Jetzt kommt Jack Kearney in der Box. Jetzt kommt es drauf an. Er hat zwar genug Oh, da Vorsprung, hat aber er trotzdem wird es einfach spannend. zu früh im zweiten Gang geschaltet, hat der Wagen überdreht. Und. Oh, was war das? War er doch nicht einfach zu schnell in der Boxengasse? Na, schau ich mal, schau ich mal. Ist ja kein Problem, das festzustellen. Nee, nee, das war. Nee, er war schon in Ordnung. Er hat nochmal Gas gegeben. Sonst war es vollkommen in Ordnung. Der hat So. jede Menge Zeit. Gucken wir mal. Der Ludewig ist jetzt gerade in der letzten Kurve. Und fährt dann die Box. So, Und und fährt an die Schneider Box. hinterher. Schneider auch. Und das wird jetzt das nächste Duell. Der nächste der Konkurrenten wird der Max Riedmüller sein, der ist gerade mal auf der Gegengeraden und der Jack Kenny ist schon wieder in der Und ersten hat er Kurve. beim Bremsen schon richtig viel aufgeholt. Jetzt gucken wir mal 2 und 3. 2 und 3, das wird jetzt spannend. Ah, da hat der Schneider ja richtig was aufgeholt Da vom hat Schneider richtig Reifenwechsel. was aufgeholt, ja. Er gibt den Gas. Er gibt Gas, er gibt Gas und der dritte Ludewig fährt schon. Das ist natürlich ärgerlich jetzt. Da hat er ein bisschen was verloren. Aber Standzeit jetzt. 10,5 zu Und. Oh, Ludewig 11,9. Rivera. Ludewig Rivera. Nee, er kommt dahinter. Und Rivera hat keinen Frontflügel mehr. Was ist denn? Oh. Den hat er sich in der letzten Kurve abgefahren. Das musst du dir auf jeden Fall nochmal Oh angucken. ja. Auf den Curb und BAM ist er drin. Und Und damit dann fährt er jetzt auch verschenkt geradeaus, er deshalb. vorerst eine richtig gute Platzierung. Ja, das war der dritte Platz. Adieu. Jetzt kommt der Remi schon. Remi ist Fünfter. Nee, Sechster sogar. Jetzt, ja, jetzt ist er Fünfter. Jetzt kommt der Live Nordic, der wird auch noch vorbei. Also der wird bis hinten hindurchgereicht. Die Oh kriegen ihn je, oh je, alle. oh je. Die kriegen ihn alle. Selbst der Julian Kopp, der ist jetzt erst über das Startziel kommt. Die werden ihn Das alle darf nicht kriegen. passieren, Herr Rivera. Nee, das darf echt nicht passieren. Und jetzt ist die Anzeige wieder falsch. Nein. Ach ja, die Technik liebt uns. Oh ja. Aber wenigstens, ich bin noch da. Das ist schon mal erfreulich. Aber wir haben noch eine halbe Renndistanz. Ja, wir haben noch eine halbe Renndistanz. Von der halben Renndistanz. So, jetzt haben wir ein bisschen weniger als die halbe Renndistanz. So, wo. Und die 7 steht, das ist immer noch der Rivera, ja Rivera müsste gut. das sein, ja. Ja, der Und wird da werden jetzt jetzt. gleich Claudi und Und Bock Bock. dann vorbeifahren. Ah, das ist natürlich jetzt richtig ärgerlich, dass ihm das ausgerechnet auch am Anfang der Runde passiert ist, beziehungsweise am Ende, wo er nicht mehr. Er konnte zwar noch rein, aber er, da hat er wahrscheinlich nicht dran gedacht. Und jetzt hat er. Ah, ich dachte schon. Oh, Julian Kopp ist auch noch auf der 10 unterwegs. Hab ich da. Hat der Max Riedmüller jetzt echt so einen riesen Rückstand gerade oder hat er sich nochmal gedreht? Da habe ich nicht drauf Nee. geachtet, also. Okay, das sind 26 Sekunden, weil das wunderte mich gerade, dass es auf der Grafik so riesig aussieht. Und wir haben jetzt bald wieder unser Duell um Platz 3. Marcel Jo. Ludwig gegen Dennis Schneider. Rivera an der Box angekommen. Der wird sich jetzt den neuen Frontflügel abholen. Und Ludewig wieder ein bisschen neben der Strecke Ja, gewesen. und Kopp ist jetzt in der letzten Kurve, der wird ihn auch noch kriegen. Auslaufzone sei Dank. Ah, und wer ist einer Box? Remi. Fällt jetzt raus. Der Und. kommt noch vor dem Kopp raus, glaube ich, oder? Nee, ich glaube, der ist sowieso schon eine Runde zurück, oder? Remi? Nee, das ist ein direktes Die sind jetzt Duell. direkt im Duell, ja. Ja. So, Rivera fährt wieder und da kommt auch schon der Jack Kearney. So, um die 3, das dauert noch ein bisschen. Dann kommen wir nochmal bei Julian und Remi. Also ich Das ist denke, das wird Steffen. hier ein ganz klarer Hattrick für den Kearney werden. Pole, Sieg Ja. und schnellste Rennrunde. Ja. 30 Sekunden Vorsprung. Und immer in Führung geblieben, also Ja. sozusagen alles, was man haben kann. Und dahinter kommt der Ludewig wieder angedriftet.
Also, das lustige Phänomen der Zweikämpfe in der 2006er Liga. Rankommen ist das eine, vorbeikommen das andere. Ja. Ohne aber DLS ist es halt schwieriger, ne? Das ja, man sieht aber auch, dass auf jeden Fall ein gewisses Windschattenverhalten da ist. Das hat man ja gerade an den Abflügen schon mal gesehen, dass sie weiter da außen getragen werden. Ja. Ja, 3 und 4, Schneider und Ludwig, das dauert noch. Ja, wenn ich den Sascha Bock da so sehe, dann würde ich sagen, wir sollten unsere Liga und? Nicht 2-6er-Liga nennen, sondern schiefe Liga oder so ein Quatsch. So, der Kopf kommt aber nicht mit dem Remi mit, also das hat sich auch schon wieder erledigt. Ja, Ludwig und Schneider, das ist das einzige Duell, was mir jetzt gerade so ins Auge springt. So, wo ist denn eigentlich, was mich jetzt mal interessiert, ist, wo der Rivera ist. Der Rivera ist jetzt eine Runde zurück mittlerweile. Ja, so schnell kann es gehen. Von 1 auf, von 3 auf 9. Das übertreibe ich schon. Ah, jetzt ist er. Ich verstehe auch immer noch nicht so ganz den Dennis, warum der nicht den Windschatten nutzt. Hat er zu wenig Motorkühlung? Dass der Motor zu warm wird, da verbremst er sich ein bisschen. Aber er ist schon mal dran. Er fährt wirklich immer neben. Ja, er fährt immer daneben, als ob er den Motor kühlen muss. Also die Umgebungstemperatur ist gerade bei 26 Grad. Eigentlich sollte es daran nicht liegen. Vorhin hatten wir 29 Grad. So, mal auf die Zwischenzeiten. Oh, wer ist denn da? Live Nordic in der Box. Von da gehen jetzt natürlich einige jetzt vorbei. Einige vorbeigehen, ja. Ja, der Remi wird da bestimmt auch noch vorbeigehen. Remi und der auch, Remi. Der ist erstmal im Kies. Ja, genau. Und der Kopp eventuell auch noch. Naja, doch, das könnte sogar passen. Das wird passen. Ja, da glaube ich aber auch. Der hat mehr Topspeed jetzt. Jetzt gibt der Getz. Wird eng. Er wird eng, aber ich glaube. Nee, nicht ganz. Aber er hat natürlich jetzt die warmen Reifen. Einfach mal drauf, würde ich sagen. Guck mal eben bei 3 und 4, da wird nämlich da auch wieder enger, wenn dann schreie ich. Ah, ich glaube, der Julian kann da nicht unbedingt mithalten. Nee. Ah, Julian, ich weiß auch nicht, irgendwie vorhin war er ganz. Sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also richtig gut liegen tut ihm der Mod irgendwie nicht. Hat er ja auch schon gesagt. Ja. Ich denke mal, das liegt wahrscheinlich an dem gewissen Übersteuern, was der hat. Na gut, dann gehen wir wieder nach vorne, wenn dann nichts passiert. Und da, ja gut, jetzt haben wir gerade die 2 Grad wieder hinter uns. Da ist aber nichts passiert. Ach, hier ist was los. Nix. Das kennen wir doch irgendwo. Ja, hatten wir letztes Jahr auch. Ja. Ja. Traurig eigentlich. Ja gut, aber jetzt haben wir die letzte Runde nochmal. Wir haben jetzt diesmal auch ziemlich wenig Fahrer. Wie viele Stops haben wir denn so? Du kannst es ja nachgucken, sonst muss ich hier wieder raus. Ja, also, guck mal. Wir haben die ersten 5 jeweils mit einem Stop, Sascha Bock mit einem, warte, ersten 6, Entschuldigung. Steffen Rehm hat 2, der fällt immer weiter zurück. Das ist doch irgendwie jetzt. Irgendwas verschiebt sich da gerade. Ja. Ja, also Steffen Rehm und Nico Rivera haben auf jeden Fall. Ja, das ist der Grund. Steffen Remi hat sich in der letzten Kurve gedreht. Ja, genau. Oh, und dann schießt er dann fast noch den Live Julian ab. Julian ist. Ja. Das sollte man nicht unbedingt machen. Man sollte eigentlich warten, wenn sie vorbeifahren. Ja, gut. Leichter gesagt als getan. Ja, Leon hat es ja auch schon mal geschafft, sich. Ja, wenn man streng genommen nimmt, dann habe ich es auch schon geschafft. Ah, und Dennis ist jetzt wieder dran. Oh. Da vorne Live Nordic mit viel Staub. Achso, du wolltest den Rest der Boxenstops noch sagen. Ja, richtig. Jetzt hat 7 Live Nordic und 8 und 9 fehlt uns noch. Also die ersten 8 haben einen Stop. Dann Remi und Rivera 2 und ja, das war's dann.
Du kannst mal. Du hast sogar die auch schon einen Stop. Ich habe einen Stop, das ja. ist natürlich sehr interessant. Du kannst nochmal Schneider ist erst Zufahrt zur ersten Kurve reingucken. Hast du mal wieder ein bisschen ein Duellmäßiges. Ja. Wenn du jetzt einmal auf Replay drückst, dann siehst du es sogar gleich. Tatsache. Ja, nur, dass er einen kleinen Angriff schon mal versucht hat. Der war schon mal dran. Ja, jetzt irgendwie verliert er irgendwie, weil das ist echt. Jetzt gucken wir mal, jetzt ist er wieder direkt dran, da wird er bestimmt gleich wieder raus. Nee, doch nicht. Ah. Ah, jetzt hier hat man es wieder gesehen. Das sind die schnellen Kurven, wo du im Windschatten halt wieder richtig Bock. Verlierst. Bock und Claudi kommen gerade auch wieder länger zusammen und Julian live, das ist auch noch nicht so richtig weg. Steffen kommt da jetzt auch wieder an Julian dran. So, hast du noch 8 Runden. Jetzt ist er aber, jetzt ist er richtig dran. Wenn er die Kurve jetzt gut erwischt. Oder Schwung die Reifen vielleicht. Ein Nein, es reicht einfach nicht. Der beschleunigt aber auch raus, Herr Marcel. Der kann aber auch das ist unglaublich. Ja. Und dann der Quersteher. Da ruhig das Heck ein bisschen aus. 5 Zehntel sind es. Hm. 8 Runden hat er ja noch. Gehe ich mal kurz nach hinten. Oh, Fehler von Live Nordic. Und jetzt kann Julian den nutzen auf der 8. Jetzt ist aber das 7. Ja, und er ist vorbei. Ja, er ist durch. Aber jetzt kommt der Steffen da wieder. Jetzt müssen wir ein bisschen spannender da. Oh. Ah, sie lassen uns nicht warten mit ihren zwei Kämpfen. Jetzt zeig mal was hier. Und jetzt Steffen außen. Riecht er den? Nee. Und jetzt kommt da noch irgendwer. Da kommt noch einer. Da. Ah, nee, es ist schon die 1. Ist er schon? Das ist schon Jack. Ja, dann macht er gleich noch lustiger. Der freut sich jetzt bestimmt. Aber jetzt sind ja alle drei. Oh, live. Ah. Steffen hat dann ein querstehendes Hick gehabt. Und kommt er. Ja, live hat auf jeden Fall mehr Topspeed, so wie das aussieht. Er müsste ihn eigentlich jetzt auf der Geraden überholen. Ja, müsste eigentlich echt schaffen. Er hat ein bisschen Kampflinie, Julian, aber er zieht dann doch auf die Ideallinie zurück. Und. Oh, ui. Live. Uiuiui. Ui. Und jetzt Steffen innen. Nee. Ah. Und jetzt muss ich guck ich mal nach hinten, wo ist denn der Jack sieht das schon, ne? Jetzt könnte. Oh, jetzt hat Steffen? Jetzt nein, das vielleicht war, nach innen schreien. Ja, jetzt hat er dann. Passt, oder? Ja. Oh, ja, ja. Oh, jetzt muss er live aber aufpassen, sonst wird er da rausgetragen wieder, das haben wir ja gerade schon gesehen. Also, da hat er mit zu viel Attacke vorbei. Jetzt lässt er den Jack erstmal durch. Ja, das macht er gut. Das ist ein Jack. Ja, das ist eine super Entscheidung. Muss man auch mal loben. Ja, nicht gleich wieder. Und jetzt Schneider, Ludewig? Na, nee, noch nicht. So, jetzt läuft der Jack da auf den Remi auf. Und der sich da erstmal. Oh, der geht ins Kiesbett. Ja, so kann man auch Platz machen. Jetzt interessant. Kommt. Ja, jetzt ist nämlich der Live wieder da. Und der sagt jetzt Hallo, ich bin und wieder da. Und durch den Windschatten rausgetragen. Und er wirft's weg! Uiuiuiui. Gut ja, abgefangen. Also. Ja, sehr gut abgefangen. Muss man sich jetzt nochmal onboard? Muss ich mir das jetzt nochmal angucken? Das sieht aber so schön aus. Die hohe Kunst der Driftomatie, ja. Muss man so sagen. Ja, Fast and Furious 3 hat mich gerade erinnert. Tokyo Drift. Sauber. Super für die Reifen. Also, wenn ihr mal Reifen warm kriegen wollt, macht das so. Das ist echt ein super Tipp von uns. Wer ist denn da hinten eigentlich? Das ist der zweite Ferrari. Achso, das ist. Ich muss auf das Duell hier vorne schauen. Ludewig gegen Schneider. Was ja, da noch so noch tut. Nix. Nicht viel. Da ich noch nix. Ah, Julian und Jack sind da jetzt. Ja, Julian. Ja, jetzt ist er vorbei. Oh, er hat aber den schlechten Platz genommen. Ah, okay. Gut. Rivera ist an Claudi vorbei. Das war schon ein bisschen länger her. Spulen wir zurück. Das können wir uns eigentlich auch noch angucken, wenn es nicht zu weit ist. Ja, das ist aber schon, das ist echt schon weit weg. Das ist schon eine halbe Runde weg, mindestens. Bin ich gleich bei einer Runde. Gerade. Ja, das ist schon weit weg. Ich bin schon wieder fast auf einer Runde vorher. Ja, okay, dann lassen wir es jetzt mal. Ach, der Jan Claudi war in der Box. Ach so. Jan Claudi war gerade in der Box. Okay, hat sich geklärt schon. Also Claudi mit 2 Stops. Genauso wie, ich glaube, Sascha Bock hat auch 2 mittlerweile.
Nee, stimmt gar nicht, der muss nochmal, glaube ich. Ach nee, da hat ja dieses halbe-halbe Ding da gehabt. Und live neu. Live! Ui. Ja. Das, oh, und jetzt. Oh, oh, oh. Uiuiuiui. Ui, ui. Wir haben zwar gesagt, Driften ist super für die Reifen, aber man sollte es dann auch nicht übertreiben. Und da hinten kommt dann. So, in 2 und 3, das ist jetzt ein Punkt bei mir. Und da, ja, Dennis ist da jetzt dran. Sehr nah. Jetzt holen die ja. Da musst du nicht deine Tastatur kaputt kloppen extra dafür. Das ist mein Tisch. Ach so. Ich weiß ja, wie Arne immer mitfiebert während der Rennen. Ja. Und der schlägt ja, okay, einfach mal alles kurz und klein. Das ist schon sein dritter Bildschirm, den er jetzt auch vor sich stellt. Also. Der vertut sich aber jedes Mal in der letzten Kurve irgendwie. Der Marcel erwischt die einfach viel besser. Das hat keine Chance mehr. Das ist echt krass. Guck mal auf die 7. Da ist wieder okay. Steffen und Julian. Oh, das ist auch wieder was Spannendes da. Guck mal beim Julian mal hinten aus dem Heck. Bup, bup, bup. Das ist so eine scheiß Heckkamera hier. Ja, genau. Ey, Steffen, wer hat jetzt wieder verloren? Das sind diese zwei Kurven. Da verliert man echt ex. Und wen sehe ich denn da? Unseren Live Nordic mal wieder neben der Strecke. Wer hätte das gedacht? Wir sollten mal Wetten abschließen. Wetten wir so wieder. Wir machen vielleicht noch so eine Wettbörse auf hier für die WM. Ja, genau. Kann man schön einzahlen, auch wer. Oh, ja, ja. Irgendwas tippen. Ja, ja. Ja, irgendwie müssen wir ja Geld verdienen, ne? Wir sind ja geldgeile YouTuber. Wir müssen wir unser Geld reinkriegen. Scheißegal wie. Aber es kann doch echt nicht wahr sein. Und Dennis vertut sich! Aber, ja gut, hat sich jetzt nicht so viel gekostet, aber es hat was gekostet. Zurück auf die 7. Ja. Ach, es ist verdammt komisch. Also, in den schnellen Kurven verlierst du im Windschatten so viel Zeit. Ja, das ist halt das Problem, was du hier hast. Der holt halt, also der Dennis holt im ersten Sektor einfach auf, aber dann durch die zwei schnellen Kurven geht ihm das alles wieder zunichte. Und hier auch durch die letzte Kurve. Da hat er wahrscheinlich auch wieder dieses Windschattenproblem, diese verwirbelte Luft. Aber jetzt ist er, glaube ich, noch ein bisschen näher dran, ne? Oder? Ja, naja, sieht nur so aus. Nee. So halt sieht nur so aus, aber das mit dem Rausfahren macht mir irgendwie Sorgen, als ob er irgendwie Motorkühlungsprobleme hat. Naja, jetzt sind es ja noch knapp, ja, 3 Runden gleich nur noch, sagen wir es mal so. Und da können wir eigentlich schon mal das nächste Rennen ansprechen. Hast du den Kalender gerade mal vor dir liegen? Ja, natürlich, ich habe natürlich das aufgeschrieben. Ah. Das ist dein Lieblingsrennen. Imola. Ja, so sieht's aus. Ja, da wird's. Es ist auch irgendwie eine Fahrerstrecke. Aber ich denke, viele Fahrer aus der Liga mögen sie auch. Also. Uiuiui, uiuiui, Dennis. Ja, ich denke mal, da wird's. Hoffentlich nicht ähnlich zugehen wie hier. Ein bisschen längere Abstände vielleicht. Ich denke mal einfach, heute sind zu wenig da, weil wir heute mal anstatt an Sonntag auf den Samstag aufnehmen. Das ist auch gut möglich. Ja. Das nächste Rennen ist dann ja auch erst in 3 Wochen. Ja, ich glaube. Zwischen ja noch GP2 und 2013 sind, also diesmal eine etwas größere Pause. Aber wahrscheinlich. Dadurch auch dann längere Vorbereitung für die Fahrer. Vielleicht genau. Hilft es ja. Wer weiß, wer weiß. Ja, wir wissen ja nicht, wie die anderen Liga sich noch terminieren, weil der gute Ligaleiter ist ja immer noch ein bisschen. Mhm. Weiß ja nicht so ganz, wie was bei ihm dem da läuft. Die Hosen runter, sagen wir es mal. Ja. So. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, wo baut er das jetzt ein? Alles klar. Oh yeah. Oh, Marcel mit einem Fehler. Jetzt ist Dennis dran. Jetzt kannst du mal umschalten. Jetzt ist ich er dran. Ich bin drauf. Ich bin drauf, ich hab alles auf Kamera. Ja. So, jetzt aber, jetzt komm, holen dir. Jetzt. Das ist guter Stoff für YouTube und er kommt nicht vorbei. Doch jetzt. Ja, nein, das reicht nicht. Es reicht, doch, ja. Nee, außenrum. Jetzt ist er. Und jetzt ist er. Oh, oh, Scheiße. Verdammte Kacke nochmal, das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Guck mal, das nochmal an, weil es so schön war. Der muss sich doch dumm und dämlich ärgern, das kann doch gar nicht sein. Ja, fängt erstmal schon mal mit dem Quersteher an. So. Und dann noch einer hinterher.
Hey, hinten hat sie jetzt auch alles eingependelt. Und jetzt nur noch drei Runden. Also viel Zeit bleibt dem nicht mehr. Nee, das ist das Problem. Wenn er vorbei ist, dann jetzt. So, dann guck mal hinten. Da hinten hat sie es auch wieder eingependelt. Claudia auf 10. Nee, das war ja Rivera dazu. Nordic jetzt auf 9. Remy auf 8. Und Rivera jetzt auf 7 wieder vorgefahren. Davor ist Julian Kopp. Aber das sind alles so. Das sind alles so Zwischenabstände. Also da sind relativ große Abstände zwischen. Der Einzige, der angreifen kann, ist wahrscheinlich Nico Rivera, aber der hat zu großen Abstand. Jan Claudi legt sich da hinten. Jan Claudi, ja, ich hab's auch gerade gesehen. Der legt sich da hinten. Ui. Ausgang, Kurve 15, wieder ins Kies und dann, oh! Da, guck mal an, wo der Frontspoiler hingeflogen ist. Der hat den Zuschauer getötet. Der ist ja mitten in die Tribünen geflogen. Oh, das Rennen können wir leider nicht mehr hochladen. Jetzt, das Rennen können wir, wegen brutaler Inhalte können wir das leider nicht mehr hochladen. Also wenn ihr es seht, dann gehört ihr zu den Glücklichen, die es irgendwo anders sehen. Nein, wir zensieren es einfach. So, Jack Kenny jetzt in den letzten zwei Runden. Wir haben nochmal gelb. Wer ist es? Ne, 10, glaube ich gerade. Wer ist es? Die 10. Oh, Sascha Bock ja. Auch ohne Frontflügel. Ja, was ist ja, denn jetzt? Ja, was ist denn da los? Was denn da los? Es geht doch nicht. Was hat er denn da gemacht? Ja, das interessiert mich auch mal. Jetzt kommt der Reh wieder. Eigentlich, das ist nicht nur. Da ist auch eine kaputte Achse zu sehen. Das ist wieder diese Stelle, wo. Da ist die. Da ist aber vorher schon was. Und Riedmüller weggedreht haben. Ich glaube aber, da ist vorher schon was kaputt gegangen. Guck dir mal die Achse hinten rechts an. Oder hinten links in Richtung Fahrer. Das sah vorher schon irgendwie kaputt aus. Nee, das ist doch hinterher. Das passiert, okay. Also auf jeden Fall da. Oh je. Entweder hat er einen Platten oder einen Reifenschaden. Hinten. Oh, der dreht sich schon wieder. Das ist bestimmt ein Reifenschaden. Jetzt sind noch die Punkte. Jetzt stellt er ab. Er stellt ab. Und Jan Claudio auch gerade neben der Strecke. 27 Runden und stellt in der letzten Runde ab. Das ist traurig. Das wären wertvolle Punkte gewesen. Jetzt muss der Jan Claudio aber ihn erstmal kriegen. Also sonst müsste er dem nämlich noch beinahe werten. So, erstmal auf Kerni gehen. Jetzt, wo ist denn der? Ach so, der ist und jetzt guck nochmal auf die 3, guck nochmal auf die 3, guck auf die 3, guck auf die 3! Und, Dennis Schneider, nächster Angriff! Nein! Es geht nicht! Ah, jetzt vielleicht! Es geht nicht! Jetzt aber, jetzt, wenn er jetzt nicht kriegt, ne? Komm! Dann friss ich aber einen Besen, yeah! Letzte Runde jetzt für ihn! Jetzt komm, jetzt holen die! Ja! Jetzt ist er innen und ja. Spätzle! Jetzt bremst richtig, Ideallinie, hau ihn da raus! Hau ihn raus! Verdammt! Arne zeigt sich von seiner unsportlichen Seite und jetzt können wir. Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein! Nee, ja, ich will das Duell nicht gerne verpassen, aber wir müssen Kenny. Ja, der Jack, der muss wieder am Rampenlicht stehen. Also. Genau, der hat uns ja 100 Euro reingedrückt, deshalb ja, ist er jetzt auch extra nochmal ein Bild. Letzte Kurve und dann holt er sich den zweiten Sieg in Folge von zwei möglichen. Und Nico Rivera ist nochmal an Julian Kopp dran. Mit der schnellsten Runde sogar. Und die holt er sich jetzt am Ende nochmal. Das. 1:32.9. Da geht er auf Nummer sicher. Und Claudi ist, glaube ich, schon über die Linie, oder? Darf er noch eine Runde fahren? Ich weiß es nicht. Warte mal. Wo ist denn der Ludewig hin? Der hat einen Fehler gemacht. Der Ludewig? Was macht der denn? Der Ludwig hat echt einen Fehler gemacht. Wo ist... Also. Da. Ah, in der Doppelrechts. In der Doppelrechts. Ist nicht weit weg. Doppelrechts, da ist er zu schnell gewesen. In der letzten Runde. Und macht schon wieder einen Fehler jetzt. Letzte Kurve. Eieiei. Da sind die Reifen bestimmt kaputt. Und Dennis freut sich. So, wer ist denn jetzt noch nicht finished? Die 9, das ist Jan Claudi. Und ja, die 3 und die 4. Ja, und Dennis hat doch noch seinen vierten Platz. Seinen dritten Platz und Marcel nur noch seinen vierten. Und jetzt da kommt liegen noch... schon wieder überall Trümmerteile neben der Schiene. Ja, aber wir haben noch die 9. Die 9 ist noch unterwegs. Denn Claudi ist das, jo. Der hat genau. Natürlich jetzt Pech gehabt gerade. Der hätte warten müssen, ja, besser die. Der hätte echt mal stehen bleiben können, weil für ihn hätte sich das sowieso nicht gelohnt. Na gut, jetzt ist ein bisschen Rampenlicht so nochmal. Gerade gibt ein paar Sponsorengelder. Genau. AGW Kerni, schreibt der Riedmüller. Als gelb ist, kann man jetzt mal oben ignorieren. Das ist normal.
Das sehen wir hier eh nicht. Aber der Claudi hat, glaube ich, auch leichten Aufhängungsschaden, ja, ja. So wie der da rumwankt. Das sieht nicht gesund aus. Aber jetzt hat er es dann geschafft, sofern ihm jetzt ja. Der Motor platzt oder sonstiges. Ah, das sieht auf jeden Fall nicht so gesund aus. Er hat es geschafft und damit Glückwunsch. Ist das zweite Rennen dieser Saison vorbei. Ergebnis, Kenny auf 1, Riedmüller 2, Schneider 3, das wäre das Podium. Ja, und jetzt kann ich leider nicht sehen, wer die anderen Plätze belegt hat. Wieso kannst du denn nicht sehen, wie der an den Plätzen gelegt hat? Ich kann es dir aber sagen. Ja, mach das doch mal. 4 ist Marcel Ludwig. Bis wohin bist du gekommen? Bis 3, ne? Ja. Ah, jetzt sehe ich es wieder. 4 ist Ludwig, 5 ist Julian Kopp, 6 ist Nico Rivera, 7 ist Steffen Remy, 8 ist Live Nordic. Ja, der ist ja noch, hat er abgestellt. Wer war denn das? Das war Live, ne? Nee. Ja, Live hat abgestellt. Ne, ja, nein, hat er nicht, oder? Nee, das war Sascha, das war Sascha. Oh. Also Live auf 8 und 9 ist Jan Claudi. Der abgestellt hat, das war eben der Sascha Bock. Ja, und jetzt springt der Server. Und ich glaube, damit können wir uns auch eigentlich jetzt verabschieden. Da sind noch ganz, ganz viele im Warteraum. Ja, holen uns mal den Sieger hier rein. Na, den Jack Kearney. Das machen wir jetzt gleich. Nee, den holen wir uns jetzt hier rein. Ja, okay, dann holen wir ihn jetzt rein. Da sind noch ganz viele andere, aber... Ich wollte es doch gleich machen. Mein Teamkollege muss auch hier rein. Der Julian. Wir sind doch noch mitten in der Aufnahme, Jungs. Ey, wir sind doch noch mitten drin. Wollt ihr jetzt alle hier rein? So, dann sind wir also jetzt bei den Interviews. Fangen wir doch mal direkt an mit dem leider erstplatzierten Jack Kearney. What the fuck? Leider. Okay. Ja. Erzähl da. Ja, Jack, erzähl mal was. Wie verlief dein Rennen so? Ja, so konnte ein Rennen öfters verlaufen. Schön vorne wegziehen. Ein Problem hatte ich, das war ein bisschen mein Motor. Deshalb war ich im zweiten Stint dann ein bisschen langsamer. Und ja, war auf jeden Fall ein angenehmes Rennen. Der Start war geil. Ich sag nur, Schumacher Montoya war ja auch in Realität genau dasselbe Manöver. War auf jeden Fall witzig. Mal gucken, was Max dazu sagt. Und Rennen war auf jeden Fall cool. Willst du noch irgendetwas anderes sagen? Ja, Schalke ist schlecht. Toll. Was noch was sagen? Ja, okay, dann zum Zweitplatzierten. Ja, Dennis Schneider, ne? Nee, Quatsch, Max Riedmüller. Ha. Oh mein Gott, ne. Alter, ich vertue mich heute so oft. Ja. André ist schon wieder fertig, der ist schon wieder im Feierabend. Ja, richtig. Ja, Max, dein Rennen verlief ja ähnlich wie das von Jack. Ziemlich einsam. Und langweilig, ja. Und langweilig. Ja. Ja, okay, also der Start verlief eigentlich perfekt. Ich bin eigentlich fast besser gestartet wie Jack und ja, dann habe ich einen Fehler gemacht und dann war er halt dann weggezogen und ich konnte seine Pace nicht weiter mitgehen, dann war es eh vorbei. Jo. Du hattest zwischenzeitlich sogar mal ähnliche Zeiten gefahren wie er. Bist du da schneller gefahren oder hat Kenny einfach langsam gemacht? So. Im Mittelteil, also am Ende meines ersten Stints, da wird es halt immer schneller und schneller. Und ja, im zweiten Stint, da konnte ich halt dann nicht mehr wegen Reifen. Und im zweiten Stint ist man eh meistens immer langsamer, weil der Motor dann irgendwann mal auch schlapp macht. Und ja, das war es dann auch schon. Aber es am Ende Jack dann noch rausgehauen hat für 32,9, das war dann schon abnormal. Ja. So, jetzt dann zum Drittplatzierten, Dennis Schneider. Ja, Dennis, dein Rennen verlief, wie soll ich sagen, mit viel Heckflügelansicht. Und am Ende doch ein glücklicher Ausgang. Bist du sehr froh jetzt noch über das Ergebnis am Ende, oder war da vielleicht doch mehr drin? Nee, das war... das Maximum und damit bin ich auch zufrieden. Schade natürlich für Marcel, aber für mich natürlich eigentlich perfektes Rennen, sehr anstrengendes Rennen, aber für den ersten Lauf hier schon zufrieden. Na, okay. Hattest du eigentlich irgendwie Motorprobleme, weil du immer so aus dem Windschatten rausgefahren bist, auf der Geraden? Ich hatte am Ende beim Anbremsen immer dann Grip-Probleme, habe mich dann immer weggedreht und dann bin ich immer vorher raus, damit ich ein bisschen mehr Abtrieb hatte, ja, und dann, damit ich mich nicht wegdrehe und ja, hat dann halbwegs geklappt immer und einmal war ich dann fast vorbei, ich glaube sogar zweimal
Und aber ja, dann hat er einen Fehler gemacht oder irgendeine Achsel ist gebrochen, habe ich mit ihm gerade gesprochen. Und dann habe ich halt noch den dritten Platz geholt und somit zweifach Podium für Super Aguri gesichert. Ja, das mit dem Abtrieb, war das auch das Problem in den schnellen Kurven, weil du da ziemlich oft neben der Strecke mal warst? Ja, ich hatte mehr auf Highspeed gesetzt und dann ist er da ein bisschen weggezogen, aber wenn er da einen Fehler gemacht hat, dann war ich halt wieder dran. Aber war halt nicht zu, war ein bisschen zu wenig auf der Geraden, der ist immer ein Stückchen vor mir gewesen. Also hat er mir nicht genau gepasst, das Setup. Beim nächsten Mal weiß ich dann entweder noch mehr Highspeed oder mehr Abtrieb, aber jetzt war es halt glücklich und ja. Ja, okay. Dann jetzt zum, ja, kann man eigentlich schon sagen, Pechvogel, Marcel Ludewig. Wir müssen noch alles haben. Moment. Ja, das Dann muss ja jetzt hab ich langsam. gerade gar nicht gedacht. Entschuldigung. Aha. So. So, Marcel, kannst du auch was sagen? Ja, Marcel, Ja. das Rennen sah ja bis, ich glaube, eine Runde vor Schluss sehr gut aus. Du konntest dich die ganze Renndistanz verteidigen und dann plötzlich der Fehler. Waren es die Reifen am Ende oder Nee, am gab's. Anfang beim Start bin ich ja Dennis schon draufgehauen, weil er irgendwie schlechter wegkam als ich. Und dann hatte ich irgendwie so ein ganz komisches Gefühl im Auto, das konnte gar nicht wirklich richtig fahren. Ja, dann beim Boxenstopp sind wir gleich reingekommen, da konnte ich zum Glück meine Position behalten. Und dann dachte ich, ja, letzte Runde, jetzt schaffst du es noch. Und dann habe ich mich verbremst und ging es geradeaus weiter. Ah, okay. Also war es dein eigener Fehler und keine Das war Reifenversagen oder sonst irgendwas. aufgrund der technischen Defekte, die ich schon hatte. Ach so. Also wäre denn vielleicht mehr drin gewesen, wenn du keine Probleme gehabt hättest? Ja, im Nachhinein kann man alles sagen, aber ich bin mit Platz 4 an sich zufrieden, aber Dritter wäre schöner gewesen. Ja, okay. Damit entlassen wir dich dann auch erstmal. Ja. Sollen wir noch den fünften? Das wäre dann der Julian Kopp, glaube ich, ne? Ach du je, der labert uns wieder zu, wie ein Ja, Verrückter, Labertasche hier. ey. Ja, Julian, ne? Sag einfach mal irgendwas. Ja, gut, da höre ich aber nicht mehr auf, ne? Das ist euch klar. Nee, ja, ich Ja, Moment, da finde. müssen wir dich jetzt abwürgen. Wir haben leider kein Geld mehr. Wir haben nichts, die Aufnahme schon Nee, also man hört es ja schon, ich bin mega happy, weil fünften Platz hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet. Ich habe auch ziemlich wenig trainiert und dass es schon im Qualifying dann so gut geklappt hat, da war ich eigentlich ziemlich überrascht drüber. Im Rennen sind mir dann die Gegner im Prinzip um die Ohren geflogen. Also es war dauernd so, dass irgendjemand ausgeritten ist, an dem ich dann vorbeigekommen bin. Brauchte mich da eigentlich gar nicht so groß anstrengen und dann am Ende der Kampf mit Nico mit abgefahrenen Reifen. Ich hatte schon im ersten Stint Probleme damit, habe dadurch einige Sekunden verloren, kurz vorm ersten Boxenstopp. Und dann am Ende über die Linie vor Nico war einfach genial. Ja, sehr präzise ausgedrückt. Ja, wen haben wir jetzt noch? Auf Platz 6 müsste ja dann Nico Rivera sein. Ach du je. Ja. Laser. Das ist richtig, ja. Ja, Nico, dein Rennen verlief, denke ich mal, bis zum Frontflügelverlust sehr gut, oder? Ja, also es hätte besser laufen können. Ich habe mein Setup vorher falsch eingestellt gehabt, sodass ich Probleme mit den Reifen bekommen habe. Musste Reifen schauen, sonst hätte ich vielleicht noch an Max dranbleiben können. Ja, und dann halt auf dem Curb da hängen geblieben und dann bog der Wagen einfach nur nach rechts ab. Also war eigentlich nur Konzentrationsschwäche. Ah, Am Ende sechster Platz, hast du ja doch noch sehr viel aufgeholt dafür, dass du ja doch ziemlich großen Rückstand hattest. Ja, das war ich auch ganz froh drüber. Dass hier der Sascha noch seinen Frontflügel verloren hat und ja, Remi sich weggedreht hat. Bis auf Julian, der hat keinen Fehler gemacht und deswegen ist der fünfte Platz auch für ihn absolut in Ordnung. Gratuliere ich ihm auch noch. Ja, und wie war es am Anfang mit der Pace? Also, man hat gesehen, anfangs konntest du noch bei Max ein bisschen mithalten und dann, ja. Ja, ich habe die Reifen geschont, also ich wollte schonen, aber irgendwann ging es halt nicht mehr und dann musste ich abreißen lassen. Okay. Gut, dann nun der SIP-Platzierte. Ich weiß gar nicht, wer war es jetzt? Ist schon entmuted, ist schon entmuted, Gut, bleib Steffen locker. Levy. Ja, Steffen, dein Rennen, du bist aus der Box gestartet. Erstmal, warum die Frage?
Beim Reifenaufwärmen ging das Heck auf einmal rum. Ach so. Was sehr traurig war. Also hast du es nochmal umgestellt, das Setup, oder wie? Ja, also ich habe halt aufgepasst, dass das Heck mehr stabiler ist. Weil das war echt grausam bei der Aufwärmrunde, denn beim Aufwärmen, beim Hin und Her ist das Heck einfach rumgekommen und dann ging die Mauer. Ah, okay, und im Rennen lief es dann besser oder ja, doch so nicht lala. So gut, weil teilweise waren ja doch noch ein paar Fehler drin, ne? Ja, es war auch ein bisschen Konzentrationsschwäche, weil ich habe halt gemerkt, dass ich echt an ein paar Leuten rankomme und das war nicht gerade langsam. Und dann war ich eine Zeit lang hinter jemanden, ich weiß nicht mehr wen, und in der links-rechts, in der schnell links-rechts, hatte ich öfters keinen Front-Grip mehr. Und das hat mich aus dem Konzept gebracht. Und dann ging es halt immer weiter. Gut, okay. Die letzten kann, glaube ich, der Arne da mal übernehmen, oder? Nee, geht gerade nicht. Doch, ja, doch, kann ich machen. Ja, jetzt haben wir den 8-Platzierten, den Live Nordic. Ja, erzähl doch einfach mal ein bisschen was. Oh Gott, ja. Mein, das ist schon mal ein guter Anfang. Mein Rennen war voller Highlights, so gesehen. Also, wir hatten dich auch oft im Bild, muss man sagen. Oh, das ist schön. Ja. Also Steffen war, der war übrigens hinter mir, als er da keinen Grip mehr hatte. Ich glaube, er hat sich doch einmal schön verabschiedet. Und ja, dann habe ich halt ganz oft immer wieder Fehler gemacht, bin dann aber wieder rangekommen, weil andere die Fehler gemacht haben. Bin aber eigentlich insgesamt ziemlich zufrieden, weil ich kaum Zeit zum Trainieren hatte. Da reicht mir der 8. Platz doch locker. Jetzt muss ich gerade überlegen, warst du mit einer 2-Stop-Strategie unterwegs? Nee, oder? Ich habe 1-Stop gemacht. Okay, dann waren die letzten beiden das mit der 2-Stop-Strategie. Ja gut, mir fällt jetzt nichts weiter an. André, bei dir noch irgendwas offen? Nee, also jetzt gerade auch nicht. Gut, dann hol ich mal den Jan jetzt hier rein noch schnell. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Jan Claudi, wo ist er denn? Er ist gar nicht da, ist natürlich ärgerlich, nur so Sascha. Wo ist Sascha, 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 wo ist Sascha? Sascha ist auch nicht da. Dann sind wir fertig. Dann, ja. Dann sind wir durch. Oder haben wir irgendwie vergessen? Hermsen vielleicht noch? Hermsen? Wer ist das denn? Da gab's ja nicht so viel. Hermsen, wer ist das denn? Erstmal muten, erstmal muten. Super. Du entkommst uns jetzt nicht hier, Herr Hermsen. Nee, so geht das nicht. Was war da los? Erste Runde, Aufhängungsbruch, was da los? Ja, kein Setup. Wie ja, kein Setup? Ja, du, wir haben noch hier Zugang zu euren Bankdaten. Wir haben noch die 500 € Überweisung von dir gesehen an Jack Kearney. Nicht muten! Erzählen! Der mutet sich ja die ganze Zeit, ihr seht das ja nicht, aber der kriegt wahrscheinlich jetzt richtig einen auf die Klappe von Jack da. Also jetzt fragen wir mal Jack mal Stellung dazu. Was ist da los? Hast du den Henry etwa kein Setup gegeben? Nee. Nee? Nee. Ah, gut, dann. Der Server-Neustart war noch schnell genug. Ja, das stimmt. Ich wollte gerade speichern, wurde der Server neu gestartet. Ah, gut, okay. Tja, trauriger Fall. Ich habe nur die Flügel bekommen. Setups, damit Henry Hermes das nächste Rennen schneller fahren kann. Nein, Spaß. Ja, das war's mit den Interviews und somit auch vom zweiten Rennen der WRL. Und wir sind dann in 3 Wochen, glaube ich, wieder. Wahrscheinlich, ja. Preis von Imola. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.